So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der ZS Cloud Factory. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal kein klassisches Aufbereitungsvideo. Ich habe es ja schon angekündigt in den letzten Videos, dass ich euch mal gerne die Produkte von Titan Coatings vorstellen möchte. Mit den Produkten arbeiten wir jetzt seit knapp, ja, einem halben Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Anfangs eben getestet, ob das auch was taugt und jetzt immer mehr gemacht damit. Habt ihr auch gesehen in den letzten Videos, auch Instagram-Posts und so weiter, dass die Produkte von mir immer mehr eingesetzt worden sind. Und jetzt kam eben ein relativ großes Release vor knapp 3, 4 Wochen, wo die Produkte eben nochmal komplett überarbeitet worden sind. Thema Dark Matter-Technologie. Und diesen, ja, diese Neuerungen würde ich einfach mal als Grund nehmen, um euch die Produkte mal vorzustellen, eben in der neuesten Variante. Und ich habe jetzt hier aktuell gerade 6 Produkte dastehen. Es gibt noch ein siebtes Produkt, das Pyro, das ist das Felgencoating. Habe ich jetzt aktuell gerade nicht da, kriege ich jetzt erst die nächsten Tage, aber ist jetzt egal. Und es geht insgesamt jetzt hier um 6 Produkte, die jetzt am Markt sind. Es gibt noch ein anderes Produkt, das ist das ja, das Coating für Boote, also für so Gelcoats, ist es für mich nicht so wahnsinnig relevant, weil ich keine Boote mache. Also von daher ist das jetzt mal bei mir außen vor. Aber wie gesagt, insgesamt 7 Produkte, 6 Produkte habe ich jetzt da. Können wir vielleicht einmal mal kurz gemeinsam durchgehen, was es sich handelt. Einmal das Vulkan TX155, das ist eigentlich der Grund, warum ich auf die Marke gestoßen bin. Thema Gummicoating. Ist eben eine andere Art des Gummicoatings. Ähnlich der Max Protect UNCR Pro Elite, was ich ja schon relativ lange verwende. Das war so der Anstoß bei mir, mich mit der Marke Titan Coatings zu beschäftigen, also Vulkan TX155, auch jetzt eben Dark Matter Version. Was genau der Unterschied ist, sage ich später noch. Das ist das Produkt eben Nummer 1. Dann haben wir das Hydro TX145. Das kam jetzt mit den neuen Produkten eben mit auf den Markt, gab es früher nicht. Also vor Dark Matter ist, ja, ich würde es mal sagen, klassisches Topcoat. Also ähnlich dem Labo Cosmetica HPC, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir noch den klassischen Basecoat, das ist das PX10. Das ist ein universell einsatzbares Base Layer Coating, was man unter alle Produkte praktisch drunterlegen kann. Und dann haben wir das Hyperglas, ganz klassisches Scheibencoating, würde ich jetzt mal sagen. Also da kommen wir auch später noch dazu. Und dann haben wir eben noch das Titan Coatings Zeus. Das ist das Elastomer-Coating, auch dazu eben gleich mal mehr. Und dann haben wir noch das Ultra V3. Das ist ja klassisches Sprühcoating, Sprühversiegelung, Detailer, Nachpflegespray. Nennt es, wie ihr es wollt. Das ist einfach im Prinzip eine Nachpflege, ne? So würde ich jetzt mal bezeichnen, oder eben als Opferschicht vielleicht so darzustellen. Fangen wir vielleicht an mit dem PX10. PX10 Dark Matter Version ist, wie schon vorhin gesagt, klassisches Base Coat. Also wirklich ein Coating, was speziell dafür gemacht ist, Schichtige zu generieren, ne? Schichtige aufzubauen und eben mit allen diesen Produkten, die wir jetzt hier noch haben, kompatibel zu sein. Also unter jedes Produkt kann man das PX10 als Basecoat drunterlegen. Hat den Vorteil einfach, wie gesagt, PX10 generiert eine relativ hohe Schichtdicke für ein Coating und bindet eben optimal dann eben mit den Produkten, die oben drauf sind. Das PX10 habe ich auch schon getestet, kann man auch als Standalone-Produkt nehmen, wenn man jetzt sagt, ja, ich brauche jetzt keine Gummibeschichtung, ich brauche jetzt kein Elastomer-Coating, ich will einfach eine gute, stabile Schutzschicht drauf haben, kann man das auch machen. Hat ein schönes Beading, hat eine gute Glätte, also nicht ultra slick, aber einfach schöne Glätte, das passt. Schönen Glanz. Standzeit würde ich jetzt da nicht so wahnsinnig viel geben. Wenn man es jetzt alleine macht, würde ich jetzt vielleicht sagen, noch mal 1 bis 2 Jahre vielleicht irgendwo in dem Grund, in dem Bereich, wenn wir da liegen. Ist aber wie gesagt eigentlich dafür gedacht, wirklich als reines Basecoat zu agieren. Und was wirklich sehr, sehr schön funktioniert, wenn man das PX10 mit dem Hydro kombiniert, also sprich PX10 aufträgt, dann das Hydro eben drauflegt, dann haben wir eben diese beiden
Vorteile der Produkte einfach wunderbar kombiniert, weil das Hydro ja so ein klassisches Topcoat eben ist. Super glatt, also wirklich ultra glatt, sehr, sehr schönes Beading, sehr schönes Glanzverhalten. Da kann man eben dann eben PX10 mit der Härte und mit der hohen Schichtdicke mit dem Hydro kombinieren. Ist ein super, super Produkt dann insgesamt und auch standzeitmäßig auf jeden Fall so, dass man sagt, na, da wird es ja schon drei Jahre auf jeden Fall hinkommen, wenn ihr die beiden Produkte eben kombiniert. Wirklich sehr, sehr schönes System, haben wir jetzt wirklich schon ein paar Mal gemacht, funktioniert wirklich tadellos. Auftrag und Applikation von beiden ist relativ normal, würde ich sagen. PX10 sollte man vielleicht ein bisschen kleinere Bauteile machen, also jetzt keine ganze Tür vielleicht. Kommt natürlich eben auf die Umgebungsgegebenheiten an, also Luft, Feuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Aber PX10 würde ich jetzt vielleicht mal eine halbe Tür machen, dann eben auspolieren. Lässt sich eigentlich relativ normal und gut abnehmen, nur halt jetzt nicht zu große Flächen machen. Beim Hydro, da ist das kein Problem. Hydro, finde ich, lässt sich deutlich einfacher nochmal verarbeiten. Kann man nochmal größere Bauteile machen und dann wirklich so nach ja, 2 Minuten vielleicht kann man das dann auspolieren. Und dann hat man wirklich gleich eine super schöne Glätte, die sich einstellt. Und ja, das kombinieren. Also generell ist immer zu sagen, zwischen den jeweiligen Schichten sollte man 2 Stunden warten mindestens, also wenn nicht sogar noch länger. Also wenn man jetzt zum Beispiel das System PX10 plus Hydro fährt, wirklich eine Schicht PX10 auftragen, 2 Stunden warten, Hydro auftragen. Titan Coating sagt sogar, man sollte 2 Schichten Hydro auftragen. Ja, kann man natürlich gerne machen. Also da ist es halt so, das Hydro müsste man praktisch währenddessen man das aufträgt gleich wieder neu applizieren. Also sprich, man macht jetzt eine Tür, dann vielleicht die andere Tür, dann müsste man schon wieder die nächste Tür mit einer zweiten Schicht praktisch applizieren. Also man muss das Fenster bei Hydro zum Schichten ist relativ klein. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt bisher mit einer Schicht Hydro immer gearbeitet. Funktioniert auch. Also kann man jetzt so machen, wie es der Hersteller sagt. Ich bin, wie gesagt, mit der Vorgehensweise jeweils eine Schicht immer ganz gut gefahren. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von 8 Milliarden Schichten, sondern ich will es einfach relativ unkompliziert und schnell. Und das ist dann wirklich mit jeweils einer Schicht auch vollkommen okay. PX10 könnte man auch schichten, also man könnte jetzt 2 Schichten PX10 machen, dann noch eine Schicht Hydro und so weiter und so fort. Also kann jeder machen, wie er meint. Also ich bin da relativ straight und sage, eine Schicht PX10, eine Schicht Hydro reicht, passt soweit. Also das ist praktisch der Klassiker, sage ich jetzt mal, also das, was man sagte, das ist so die klassische Alternative zu einer normalen Keramik. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat als Vergleich, sage ich, den Labo Cosmetica STC HBC, Max Protect V1, V2, also einfach ein klassisches Base Layer, ein Topcoat obendrauf, da würde ich jetzt PX10 und Hydro ungefähr da einordnen. Vorteil, was ich ja vorher schon gesagt habe, bei den Titan-Coating-Sachen ist, dass man alles miteinander kombinieren kann. Das ist eben die Geschichte, wo man einfach sehr schön spielen kann, auch mit den anderen beiden Produkten. Wenn man jetzt zum Beispiel das Zeus nimmt, das ist hier die große Flasche, gibt es in 60 ml. Das Zeus ist ein Coating, ein Elastomer-Coating, keine Keramik, keine Gummibeschichtung, sondern ein Elastomer-Coating, was wirklich eine sehr, sehr krasse Eigenschaft hat, meines Erachtens nach, was es zwar schon bei anderen Coatings auch gibt, aber nicht in dieser Form. Und zwar ist es diese Selbstheilung. Also das Zeus als auch das Vulkan haben die Eigenschaft, wenn man die verkratzt, also relativ leicht verkratzt, also ihr könnt jetzt da keinen Schraubenzieher nehmen oder sonst irgendwas, sondern mal eine weiche Bürste nehmt oder irgendwie so einen Topflappen und da mal ein bisschen auf einer Oberfläche rumreibt, die mit den beiden beschichtet ist, dann ist es möglich, dass sich die Oberfläche eben durch Hitze, also sprich durch Föhnen oder durch Sonneneinstrahlung oder durch heißes Wasser, selbst heilt. Ne? Wie eine Lackschutzfolie, natürlich nicht im gleichen Umfang, weil die Lackschutzfolie natürlich viel, viel dicker ist. Ne? Aber leichte Spuren kann man da wunderbar mit rausheilen. Haben wir auch schon alles getestet. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber natürlich auch in einem gewissen Maße. Ne? Also wenn man da wirklich, was weiß ich, jetzt jede Woche 3-mal auch die Waschanlage durchballert, heilen sich schon Sachen wieder raus. Aber natürlich jetzt nicht, wenn man sagt, da sind jetzt irgendwie richtig fiese Kratzer drin.
da wird es dann irgendwann nochmal schwierig. Aber für so Oberflächenspuren, Waschanlagenspuren, leichte Waschanlagenspuren funktioniert es sehr, sehr gut. Und das ist eben das Plus, wo ich sage, Titan Coatings da, das funktioniert wirklich mega. Ne? Also das muss man echt sagen. Es gibt Coatings, die das auch können. Das Blindo Plus zum Beispiel von Labo Cosmetica kann das auch. Die Max Protect Sachen können es auch ein bisschen, aber nicht in dem Umfang. Also wir haben wirklich hier diese Selbstnivellierung, Selbstheilung, wo die Produkte haben, vor allem Zeus eben und Vulkan, extrem gut. Warum ist das so? Sowohl Zeus als auch Vulkan bauen für ein Coating wahnsinnig hohe Schichtdicken auf. Also wenn man jetzt Zeus in zwei Schichten macht, hat man wirklich 3 bis 5 μ schichtdicken Aufbau, was schon sehr, sehr dick ist für ein Coating. Das ist dahingehend, dass es eben keine klassische Keramik ist, sondern einfach ein Elastomer-Coating. Was genau jetzt drin ist und wie die Verbindung ist, das dürft ihr mir jetzt nicht fragen, ich bin kein Chemiker, aber so grob gesagt ist es, wie gesagt, eben ein Elastomer-Coating, was eine sehr hohe Schichtdicke aufbaut und ja, was, wenn man es in zwei Schichten aufträgt, eben unfassbar gut funktioniert. Habe das jetzt wirklich auch schon bei ein paar Leuten appliziert, die sehr viel Waschanlage fahren, die sehr generell viel fahren mit den Fahrzeugen und da funktioniert das wirklich extrem gut. Und also Beading ist wirklich krass beim Zeus, muss ich sagen, das ist echt mega. Und ja, auch diese Selbstheilungseigenschaften sind im Alltag wirklich ein richtiges Gimmick, wo man sagen kann, das ist echt ein Vorteil gegenüber klassischen Coatings. Beim Zeus generell ist es so, Zeus, wie gesagt, sehr gutes Beading, wahnsinnig guter Glanz, also wahnsinnig schöne Tiefe im Lack dann drin, also wirklich extrem schöner Glanz. Einzig beim Zeus, das Coating ist sehr stumpf, ne? Das ist kein glattes Coating. Wenn man jetzt drauf Wert legt auf die Haptik der Oberfläche, könnte man eben, wie ich schon gesagt habe, kombinieren. Und dann könnte man mit dem Hydro praktisch toppen, also praktisch 2 Schichten Zeus, dann 1 Schicht Hydro drauf, dann hätte man praktisch die Vorteile des Zeus mit der Glätte des Hydro praktisch kombiniert und hätte dann praktisch so ein optimales System, sage ich jetzt mal. Ne? Standzeitenmäßig ist Zeus in 2 Schichten, kann ich jetzt persönlich natürlich jetzt noch keine Langzeiterfahrungen sagen, aber was der Hersteller sagt, würde ich auf jeden Fall das bei 40.000, 50.000 Kilometer, je nachdem, wie ihr das Farbprofil habt, auf jeden Fall einschätzen. Also ich habe jetzt diese Kunden, die wirklich jede Woche mindestens einmal in die Waschanlage fahren und wirklich sonst wirklich viel fahren. Also da sieht man schon im Vergleich zu anderen Coatings, wenn man das aus Erfahrung sagt, also da sind wir auf jeden Fall wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, wo ich sage, das hält auf jeden Fall ja, 40.000 plus. Also das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich jetzt so aus den ersten halben, dreiviertel Jahr geben kann. Und das ist, wie gesagt, eben so das Top-Coating, sage ich jetzt einmal, von Titan Coatings im Elastomer-Keramikbereich. Und dann gibt es eben noch das Vulkan TX155, wie es heißt, eben auch jetzt in der Dark-Matter-Variante. Da ist es so, das ist ein klassisches Elastomer-Gummimembran-Coating. Also ist auch Elastomer-Coating läuft es, aber eben mit Gummi-Kunststoffteilen. Also wie gesagt, fragt mich jetzt nicht genau, was genau da die Inhaltsstoffe sind. Wird mir wahrscheinlich auch keiner verraten. Und da ist es so, das ist jetzt einfach für mich eine klassische Gummibeschichtung, wie das UNCR-Proelit. Das ist eben ähnlich wie bei den Gummicoatings auch eine sehr, sehr, soll ich sagen, ja, spezielle Geschichte. Es ist einfach vom Auftrag her nochmal ein bisschen anders wie beim UNCR. UNCR Elite, wisst ihr, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, muss man unglaublich schnell sein vom Auftrag her und eben sehr gründlich, weil es sehr, sehr dick ist und sehr zäh ist. Hier beim Vulkan, das ist auch deutlich zäher und dicker wie die anderen Coatings, aber nicht so krass wie jetzt UNCR. Der Auftrag ist auch ein bisschen anders. Ich würde es mal bezeichnen, es liegt irgendwo zwischen UNCR und einer klassischen Keramik. Also Max Protect-Geschichten bleiben auf jeden Fall das Anspruchsvollste, was ich so da habe vom Auftrag her. Da reicht aber auch immer eine Schicht, um wirklich eine sehr, sehr gute Standzeit zu erreichen. Beim Vulkan ist schon empfohlen, immer 2 Schichten zu machen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Die Applikation ist zwar ein bisschen einfacher, aber eben
immer zwei Schichten. Ja, das ist so also der Nachteil, den man jetzt beim Vulkan hat. Grundsätzlich ist es so, es funktioniert ähnlich wie die bisherigen Gummicoatings, also auf Folie wahnsinnig gut. Es beeinträchtigt auch die Selbstheilungseigenschaften der Folie nicht. Ne? Es bleibt weiterhin flexibel und auch das Vulkan hat eben diese Selbstheilungseigenschaften, was das Zeus auch hat. Ne? Also vielleicht dazu gesagt, Zeus ist auf Folien nicht freigegeben, funktioniert da nicht, weil es eben aufgrund der Aushärtung eben dann diese Selbstheilungseigenschaften der Folie eben stark beeinflussen würde. Also auf Folien geht nur das Vulkan und das funktioniert aber auch sehr, sehr gut. Aber natürlich genauso gut auf Lacken, auf Kunststoffen, auch wirklich sehr, sehr schön in zwei Schichten. Auftrag, wie gesagt, ich persönlich habe jetzt eine gute Möglichkeit gefunden. Ich nehme die klassischen Mikrofaserblöcke, die ja viele für die normalen Keramikbeschichtungen hernehmen, von The Collection oder von Microfiber Madness oder sonst irgendjemanden könnte die nehmen. Die funktionieren da sehr, sehr gut. Kann man einfach schön applizieren, kurz stehen lassen, dann abnehmen. Wie gesagt, seitdem es jetzt die Dark Matter Variante gibt, wirklich deutlich einfacher geworden. Vorher die alte Version konnte schon mal ein bisschen zicken, dann haben wir auch schon mal ein bisschen Probleme gehabt, aber wirklich die neue Dark Matter Variante lässt sich sehr, sehr schön verarbeiten. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, wenn man jetzt bei den Lackcoatings bleibt, ist es so, dass ihr eigentlich die klassischen Keramikbeschichtungen habt. Dann habt ihr einmal das Elastomercoating Zeus und dann habt ihr eben das Gummicoating Vulkan. Das sind die drei Varianten, die ihr habt. Was verwendet wird, also ich persönlich nehme es immer so, wenn der Kunde sagt, gut, es soll einfach ein normales, gutes Schutzpaket sein, PX10 Hydro. Wunderbare Kombination, funktioniert gut, hält gut, sieht gut aus, schönes Peeling, schöne Glätte. Wenn der Kunde sagt, er fährt relativ viel, es ist keine Folie auf dem Auto und er legt eben schon Wert auf diese Selbstheilungseigenschaften, dann eben zwei Schichten Zeus. Oder wenn man sagt, gut, man möchte aber noch ein bisschen Glätte haben, der Kunde legt da Wert drauf, dann eben zwei Schichten Zeus plus eine Schicht Hydro. Und wenn man wirklich viel Folie auf dem Lack hat, oder Lackschutz generell auf dem Lack hat, dann kann man Vulkan nehmen oder wenn der Kunde einfach sagt, das Maximale an Standzeit und Performance, dann wirklich Vulkan. Also Vulkan ist einfach für mich persönlich von der Standzeit, von der Performance wirklich Nonplusultra. Also zwei Schichten Vulkan, das sieht schon extrem geil aus. Ne? Also das werde ich euch dann auch mal zeigen in einem Langzeittest. Da haben wir schon angefangen. Ist ein Daily-Drive-Fahrzeug, was ja, relativ lange draußen steht und relativ wenig Liebe bekommt. Ist unser Kundenfahrzeug, unser i3, damals einen neuen gekriegt. Der andere ging in die Leasing oder zur Leasing zurück und den neuen haben wir eben mit zwei Schichten Vulkan beschichtet. Und da gibt es dann auf jeden Fall mal Langzeit-Updates. Ja, also das ist jetzt mal grob überrissen, was die Unterschiede sind, was für Arten von Coatings das sind. Und dann gibt es eben noch drei andere Coatings, also das Pyro ist die klassische Felgenkeramik. Ne? Da würde ich jetzt dazu sagen, ist jetzt nicht so wahnsinnig Magic. Ist halt ja, ein Felgencoating, was auch sehr, sehr gut performen soll. Also das Pyro habe ich persönlich jetzt so nicht appliziert, kann ich jetzt noch nicht wirklich viel sagen. Nur so viel soll auch wahnsinnig dicke Schicht aufbauen für ein Felgencoating, aber auch relativ schnell anziehen. Also sprich jetzt mal eine ganze Felge machen und dann auspolieren, wird da, was ich so gehört habe, relativ schwierig werden. Dann vielleicht noch zum Glascoating. Das Hyperglas, das war das erste Produkt, was ich verwendet habe. Hyperglas ist relativ ähnlich dem Max Protect UGC, würde ich jetzt mal bezeichnen. Also da ist es genauso. Man appliziert praktisch drei Schichten aufeinander und kann dann, ja, nach ein, zwei Stunden oder auch am nächsten Tag die Überreste auspolieren. Und da ist es so, UGC oder Aquavelox oder sonst irgendwelche Glasbeschichtungen, die sind ja doch teilweise dann schon ein bisschen schwierig vom Lack runterzukriegen, teilweise sogar nur noch mit Einsatz von ja, Veritas oder von einem Emfetter. Das Hyperglas ist mit Abstand das am einfachsten abzuwischende Glascoating. Und die Performance ist auch wirklich sehr, sehr gut. Würde ich jetzt auch auf jeden Fall auf einem Level mit UGC setzen. Ansonsten klassisches Glascoating.
wirklich gut. Auch das haben wir schon relativ lange jetzt im Einsatz. Performt wirklich extrem gut, lässt sich wunderbar die Scheibe mit reinigen. Haben wir sehr schönes Ablaufverhalten bei Regen. Also wirklich extrem geil. Dann haben wir noch das Ultra V3. Das ist ja, das Top-Coat. Das ist einfach eine Opferschicht, die man auf jedes Coating eben drauflegen kann. Das ist so der Klassiker, wenn man sagt, okay, gut, Beispiel, also früher, bis es das Hydro noch nicht gab, konnte man eben das Zeus mit dem Ultra toppen. Dann hatte man einfach noch eine Opferschicht obendrauf, bis die volle Aushärtungszeit da war. Und eben noch Glätte drin. Beim Ultra ist es so, das lässt sich schwierig applizieren, muss man ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ganz ehrlich, also das ist teilweise echt fast nicht streifenfrei aufzutragen, also das ist schon ein bisschen tricky, man muss da sehr, sehr gründlich arbeiten, um das wirklich streifenfrei rauszubekommen wieder, vor allem auf dunklen Lacken. Also ist ein gutes Produkt, ne? Aber immer bedenken, wenn ihr das mal applizieren wollt, also es hält wirklich gut, also für so ein Spray-Ding hält es wirklich gut. Das haben wir mal auf Felgen getestet, hat es auf Felgen wirklich 2 Monate gehalten, also wirklich sehr, sehr gut. Aber Auftrag, naja, also gibt es schönere Detailer oder Nachpflegesprays. Also würde ich jetzt nicht einem Kunden mitgeben, der sagt, ich will jetzt alle 3 Wochen damit nachpflegen, hätte ich jetzt eher ein bisschen Bauchschmerzen mit. Aber ansonsten wirklich schöne Glätte, schönes Beading und hält für so ein Sprühprodukt echt wirklich lange. Ja. Genau, also das waren jetzt so die jeweiligen Coatings, mal so grob überrissen. Ich werde vielleicht dann zu jedem Coating nochmal, wenn wir dann das Produkt im Einsatz haben, nochmal separat was zeigen. Nur einfach jetzt euch mal vorgestellt, was sind die Unterschiede, was für Produkte gibt es. Wenn jetzt jemand fragt, kann ich das Produkt oder die Produkte so einfach kaufen? Nein, sage ich auch ganz ehrlich. Sind keine frei zugänglichen Produkte. Man muss da zertifiziert sein, für den Privatanwender sowieso nicht und auch für die gewerblichen muss man einfach eine Zertifizierung machen. Sonst habt ihr da keinen Zugriff auf die Produkte. Es wird jetzt einen deutschen Online-Shop geben. Glaube sogar jetzt im Oktober ist das geplant, dass das kommt. Bisher musste man die Produkte immer aus Polen beziehen, weil wir keine deutsche Distribution hatten. Wird sich jetzt eben ändern. Das wird jetzt Miraglaze aus Hamburg übernehmen. Die ganze Geschichte, Online-Shop, wie gesagt, glaube ich, schon fertig oder in der Mache, bin ich mir nicht ganz sicher. Und wird dann eben darüber vertrieben werden. Aber wie gesagt, wenn ihr da wirklich Infos braucht und eine Zertifizierung braucht, wirklich einfach direkt sich an Miraglaze Hamburg wenden oder Fabian Döss melden, der kann euch da Infos zu geben, wo ihr oder wie ihr die Produkte bekommen könnt, vielleicht auch mal einen Test machen könnt, je nachdem. Da habe ich gesagt, wenn ihr da Fragen habt, bitte gerne einfach an die beiden Firmen jeweils melden. Und ja, das sollte jetzt mal gewesen sein von meiner Seite aus. Wie gesagt, zu den Produkten werde ich dann jeweils noch ein bisschen mehr sagen, wenn es dann soweit ist. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann wieder bei der Arbeit mit hoffentlich schönen Autos. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.